Title of this email is Libido is Affecting Marriage. Please help. We marriage counselors. Every night I hope and pray the dream lover will come my way. Yeah, girl. Es gibt wohl kaum ein Thema, über das so viele falsche Vorstellungen und Konzepte existieren, wie über das Thema der ominösen Libido. Wer seine Libido steigern will, stößt bei seiner Suche zumeist auf zahlreiche Mittelchen, die ihm von verschiedener Seite angepriesen werden und die etwas gemeinsam haben, und zwar, dass sie die sofortige Lösung aller Probleme in Kapselform versprechen, völlig überteuert sind und oft zudem noch wirkungslos. Denn viel zu selten wird mal ein Blick hinter die Kulissen geworfen. Und der ist wichtig. Denn oft muss gar nichts im eigentlichen Sinne gesteigert werden, sondern lediglich die Handbremse gelöst werden, mit der man sich selbst blockiert. Eine gesunde Libido ist wohl das Hauptmerkmal eines gesunden Körpers. Denn alle Organismen existieren letztendlich, um sich fortzupflanzen. Und wenn deine Libido nicht funktioniert, dann funktioniert eine deiner biologischen, primären Existenzgrundlagen nicht. Also du bist dazu gemacht, eine wunderbar funktionierende Libido zu haben, einfach weil du ein Mensch bist. Und deine Libido kann wunderbar funktionieren, wenn du es zulässt. Aber leider völlig bewusst und automatisch haben viele Gewohnheiten und Produkte in den Alltag integriert, die der reproduktiven Gesundheit schaden und die Libido so in die Knie zwingen. Oftmals ist gar nicht mehr nötig, als diese Handbremse zu lösen. Also um eine nachhaltige Verbesserung zu erleben, müssen wir erstmal schauen, wie wir uns selbst sabotieren. Wenn du diese Probleme behebst, wirst du merken, wie sich deine Lust fast automatisch erholt, weil du eben wieder zulässt, dass dein Körper ganz normal funktionieren kann. Fangen wir ganz von vorne an, und zwar was genau hinter diesem Konzept der Libido steckt. Wir sehen, dass zwei Hormone hauptsächlich für das Phänomen verantwortlich sind. Das sind Testosteron und Dopamin. Dopamin ist der Neurotransmitter, der für Belohnung und Motivation zuständig ist. Beispielsweise verhungern Mäuse, denen Dopamin entzogen wird, weil sie sprichwörtlich zu wenig Motivation haben, um zu essen. Jedes Mal, wenn du eine Handlung ergreifst, tust du das, weil du dir ein Ergebnis erhoffst, mit dem du positive Gefühle verknüpfst. Sei es einfach nur was zu trinken, um den Durst zu löschen, oder zum Fitnessstudio zu gehen, weil du dir mehr Muskelmasse oder weniger Fett versprichst. Dopamin ist der Neurotransmitter, der die freudige Erwartung auslöst. Und so ist Dopamin auch eben zuständig für die Erwartung auf Sex. Wenn du zu wenig Dopamin hast, ist es für dich unmöglich, die freudige Antizipation für Sex aufzubringen. Ohne Dopamin also keine Lust. Bei Testosteron ist der Zusammenhang sogar noch stärker. Nicht umsonst ist es bei Männern das wichtigste Sexualhormon. So ist es auch keine Überraschung, dass niedrige Testosteronwerte ein sicherer Libido-Killer sind. Beeindruckende Schlüsse lassen auch Studien mit älteren Herrschaften zu, die nach einer Testosterontherapie deutliche Anstiege in Libido und erektiler Funktion erleben. Dazu kommt noch, dass Dopamin und Testosteron sehr eng miteinander verzahnt sind. Wenn Testosteron gesteigert wird, steigt auch Dopamin. Wenn Dopamin steigt, zieht Testosteron nach. Aber genauso gilt eben auch, wenn du eines der beiden Hormone runterfährst, sinkt auch das jeweils andere. So kann eine gefährliche Teufelsspirale entstehen, die sich immer weiter verstärkt. Und genau das ist eben die Handbremse, von der ich eingangs gesprochen habe. Wir blockieren Testosteron und Dopamin und wundern uns dann, warum wir keine Lust und Energie mehr haben. Diese Blockade entsteht hauptsächlich durch sogenannte endokrine Disruptoren, besser bekannt als Umwelthormone. Endokrine Disruptoren sind Stoffe, die in unsere Hormone eingreifen und so Chaos anrichten. Sie blockieren die Funktion von körpereigenen Hormonen. Leider enthalten viele unserer alltäglichen Produkte diese Umwelthormone. Dadurch sind wir jeden Tag einer bedenklichen Menge dieser Schadstoffe ausgesetzt, was dazu führt, dass Testosteron sinkt und Östrogen sowie Stresshormone steigen. Bei Männern ist das eine verheerende Kombination. Die Frage, die dich jetzt wahrscheinlich interessiert, ist: Wie minimierst du den Kontakt zu endokrinen Disruptoren in deinem Alltag? Der erste Schritt ist, verzichte auf Plastik so weit wie möglich. Plastik ist natürlich aus dem Alltag kaum noch wegzudenken. Wir verpacken ohne zu hinterfragen alles in Plastik, geben unseren Kindern Spielzeug aus Plastik und trinken Wasser aus Plastikflaschen. Aber das kann leider für unsere Hormone ein Desaster werden. Denn Plastik enthält gleich mehrere Chemikalien, die negativ in unser hormonelles System eingreifen. Zum einen die sogenannten Phthalate, die besser bekannt sind als Weichmacher. Diese Chemikalie ist dafür zuständig, dass das Plastik weich und formbar wird. Aus diesem Grund sind sie in verschiedensten Arten von Plastikprodukten enthalten, so wie Plastikflaschen, Einkaufstüten, Lebensmittelverpackungen, aber auch Kinderspielzeug. Hohe Phthalatewerte im Urin korrelieren in einer Studie stark mit niedrigen Testosteronwerten. Sie sind dadurch Weichmacher im wahrsten Sinne des Wortes. Die zweite gefährliche Chemikalie, die immer mehr bekannt wird, ist BPA. Sie ist nicht nur in den klassischen Plastikprodukten enthalten, die man so auf dem Schirm hat, sondern auch reichlich in Dingen, die man nicht unbedingt mit Plastik in Verbindung bringt. So enthält zum Beispiel das Thermopapier, auf dem Bons, Tickets und so weiter gedruckt werden, bedenkliche Mengen BPA. Nehme daher am besten keine Kassenbons an, die du nicht wirklich brauchst.
Immer häufiger liest man als Werbung auf bestimmten Produkten hergestellt ohne BPA, denn die schädliche Wirkung ist bekannt. In einer Studie wurde herausgefunden, dass BPA die Ursache für erektile Dysfunktion sein kann. Es senkt Testosteron und erhöht den Östrogenspiegel. Vermeide Plastik also so weit wie möglich, aber insbesondere in diesen Fällen. Trinke kein Wasser aus Plastikflaschen, die in der Sonne standen. Wärme niemals dein Essen in einer Plastikschale in der Mikrowelle. Trinke so wenig Softdrinks wie möglich, die in Plastikflaschen abgefüllt wurden. Die darin enthaltene Säure sorgt ebenfalls dafür, dass sich schädliche Substanzen aus dem Plastik mit dem Getränk vermischen. Benutze Kochutensilien aus Holz oder Metall. Zweiter Schritt, verwende natürliche Pflegeprodukte. Geh in dein Badezimmer und schau dir mal die Inhaltsstoffe auf deinem Shampoo, deinen Cremes und Gels an. Wenn ein Wort dort vorkommt, das mit Paraben endet, dann schmeiß sie weg. Parabene sind eine Form von Xenoöstrogen und docken an den Östrogenrezeptoren im Körper an. Wenn du dich ihnen täglich aussetzt, dann ist die Gefahr groß, dass du deine Testosteronproduktion langsam aber sicher runterfährst und eben auch deinen Östrogenspiegel steigerst. Die Alternative ist auch hier denkbar einfach, nämlich kannst du Produkte verwenden, die auf natürlichen Inhaltsstoffen beruhen. Der dritte Schritt ist es, Pestizide zu vermeiden. So gut wie alle Pestizide sind endokrine Disruptoren. Forscher haben festgestellt, dass 30 von 37 herkömmlichen Pestiziden deinen Hormonen schaden. Auch das bei uns sehr beliebte Glyphosat hat in einer Studie mit Ratten dazu geführt, dass die Maskulinisierung aufgehalten wurde und dass die Tiere Verhalten sowie Partnerwahl geändert haben und reproduktive Funktionen wurden eben beschädigt. Der nachweislich effektivste Weg, um sich zu schützen, ist es, gerade bei Obst und Gemüse nur noch Organic oder Bio zu kaufen. Insbesondere gilt das für das berüchtigte dreckige Dutzend. Das sind 12 Lebensmittel, die am stärksten mit Schadstoffen belastet sind. Sobald du diese Maßnahmen ergriffen hast, um deine Handbremse zu lösen, kannst du Schritt 4 einleiten. Und zwar, deine Libido durch Nahrungsergänzungsmittel zu steigern. Erst wenn du die ersten 3 Schritte eingeleitet hast, macht es Sinn, über Supplements nachzudenken. Ansonsten gibst du nämlich viel Geld aus, um teure Mittelchen in ein Fass ohne Boden zu werfen. Gute Ergänzungsmittel sind diese. Bekannteste ist wohl Maca. Dieses Kraut ist mittlerweile der beliebteste Libido-Booster. Es steigert zwar nicht den Testosteronspiegel, aber eben nachweislich den Sexdrive. Und es ist ein Heilmittel gegen erektile Dysfunktion. Dann Cordyceps. Dieser Pilz soll den chinesischen Kaiser dazu befähigt haben, alle seine Gattinnen so zu befriedigen, dass sich keine von ihnen vernachlässigt fühlte. Aber auch abseits von Märchen und Mythen gibt es mittlerweile Studien, die zeigen, dass der Libido und Potenz steigert. Der 5. Schritt umfasst noch ein paar allgemeine Umstellungen deiner Lebensweise. Zuerst ist natürlich ausreichend Bewegung zu nehmen. Durch Sport wird der Blutfluss verbessert und auch die Genitalien werden stärker durchblutet. Übungen, die das Wachstumshormon und Testosteron steigen, sind hochintensive, explosive Sportarten, wie das Training mit Gewichten oder eben Sprints. Seitdem Zigarettenpackungen mit Warnungen zugeklebt werden, weiß jeder, dass es für Libido und Kinderwunsch nicht unbedingt förderlich ist zu rauchen. Dennoch soll dieser Punkt hier noch Erwähnung finden, denn durch Rauchen werden die Arterien verstopft und der Blutfluss behindert. Darunter leiden Erektion, Libido und Spermienproduktion. Auch Pornos können dir deinen Sexdrive fast vollständig nehmen. Eine Studie mit 28.000 Italienern fand heraus, dass diejenigen, die seit sie Teenager sind, jeden Tag Pornos konsumierten, komplett abstumpften. Sie empfinden selbst bei den extremsten Bildern keine Lust mehr. Wer regelmäßig Pornos konsumiert, entwickelt eine Sexualität, die völlig losgelöst ist von Real-Life-Szenarien. Erst reagiert man immer weniger auf Pornofilmchen, dann sinkt die Libido und irgendwann wird es unmöglich, eine Erektion zu bekommen. Das liegt daran, dass Dopamin nicht mehr ausgeschüttet wird. Es sind sehr extreme Situationen nötig, um das Gehirn noch zu stimulieren, Dopamin auszuschütten und damit die nötige Lust zu entwickeln. Once you jack off to Japanese girls puking in each other's mouths, you can't exactly go back to Playboy. Die gute Nachricht der Studie war allerdings, dass die Libido sich innerhalb weniger Monate nach dem vollständigen Verzicht auf Schmuddelfilmchen erholte. Also, das Fazit ist, es sind nicht immer Booster nötig, um die Libido zu steigern. In den meisten Fällen reicht es aus, den Kontakt mit Umwelthormonen zu minimieren. Denn dadurch können sich deine körpereigenen Hormone, die für deine Lust und Energie zuständig sind, wieder normalisieren. Du erlaubst deinem Körper, wieder normal zu funktionieren. Und das ist meist alles, was es braucht. Vermeide dazu Plastik, benutze natürliche Pflegeprodukte und kaufe Obst und Gemüse Bio-Qualität. Sam, thank you, Brent. Now, if that don't work, there's always men at the grocery store.